Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Julia Lahrkämpfer und ich helfe dir dabei, wie du mit dem richtigen Money Mindset, mit dem richtigen Mindset weniger arbeitest und mehr Geld verdienst. So, oh, ich zeige euch hier mein Wohnzimmer, aber es sieht ganz schön aus auf Instagram. Warte mal, ich muss mal hier noch den Bildschirm. Hi, guten Morgen. Sehr schön. Genau, es geht heute um die Kapazität des Habens, wie du lernst, mehr Geld zu haben. So, und ich muss mal hier gucken, wie das mit Instagram funktioniert. Super gut. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderbares Wochenende. Schreibt mal, ob die Technik funktioniert, aber soweit ich das mitbekommen habe, läuft es gut. Ich nehme einfach mal das Bild jetzt hier mit in den Hintergrund bei Instagram, das macht es leichter. So, ihr Lieben. Hi Anja, schön, bist du aus dem Urlaub wieder da? Super cool. Sehr schön. Also, die Kapazität zu haben, etwas Geld zu haben, Glück zu ertragen, das ist etwas, was die meisten denken, dass es ganz einfach geht. Und ich sage dir, das ist eine Riesenherausforderung. Vor allem, wenn es irgendwann ums wirkliche Glück geht, ne? Also um wirklich das, was du dir wünschst, in allen Lebensbereichen. Bei Geld wird das natürlich besonders offensichtlich, weil du erkennen kannst, ne? Wie schnell du es ausgibst, wie schnell es kommt, wie du es kreierst, wie du es erschaffst und wie schnell es vielleicht auch wieder flöten geht. Und ich finde es total spannend, gerade bei Celebrities oder ja auch bei Lottogewinnern. Hi ihr Lieben, hi Beate, Fanny ist dabei, Annette ist dabei, super gut. Auch hier ihr Lieben auf Instagram. Ich schaue immer in die andere Kammer, ich habe das noch nicht hingekriegt, dass ich das hier so einstellen kann, dass ich euch beide gleichzeitig sehen kann, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Also, ein Beispiel, was mir jetzt in der letzten Zeit nochmal über den Weg gelaufen ist, war Mike Tyson, der meines Wissens irgendwie über 300 Millionen Dollar Vermögen hatte und das innerhalb von ein paar Jahren halt komplett verzockt hat. Und ich habe mich immer gefragt, wie geht das überhaupt? Also wie kann man so viel Geld so schnell ausgeben? Na klar, man kann irgendwie in Konsumgüter investieren und Häuser kaufen und so. Also es gibt ja schon wirklich Dinge, die viel Geld kosten und wo dann auch so ein Loch entsteht. Aber du hast ja auch Berater an deiner Seite, du hast Menschen an deiner Seite, die dich vielleicht darauf aufmerksam machen, dass es die nicht die schlauste Strategie ist oder Investmentberater oder was auch immer. Also ich frage mich halt immer, wie kann dieser Impuls, das Geld wirklich loszuwerden, so stark sein, dass auch dein Umfeld und natürlich auch du selber gar nicht darauf kommst, was da eigentlich gerade los ist bei dir. Und das ist was, das lerne ich jetzt auch gerade. Ich mache ja auch ständig Coachings und bin in guter Beratung und habe mir irgendwann mal vorgenommen oder halt für mich definiert, dass ich wirklich von den Besten der Welt lernen möchte und mache deshalb halt viele Coachings in den USA und lerne da jetzt ganz viel über auch diese Kapazität zu haben, ne? Und das finde ich unfassbar spannend zu erkennen, es ist die eine Sache, wirklich Umsatz zu machen, ne, und Geld zu dir einzuladen, und es ist die andere Sache, auch dieses Geld ertragen zu können, halten zu können, ohne dass du es wirklich sofort wieder ausgibst, ne? Also es ist natürlich wichtig, auch immer wieder in dich zu investieren, in dein Humankapital, in dein Wissen, in deine Weiterbildung, in Coaching sowieso, keine Frage. Und natürlich auch Kurse zu kaufen, vielleicht technische Tools zu kaufen oder auch in ein Team zu investieren, ne? All das ist super, super wichtig. Aber es ist halt die Frage, aus welcher Intention heraus du das machst. Und gerade wenn es um Konsumgüter geht, ne? Also wenn es wirklich darum geht, gar nicht so sehr Dinge zu erschaffen, die dich dann auch mittel- und langfristig weiterbringen, sondern die an einem Punkt sind, wo es dann wirklich nur noch ums Geld ausgeben, diesen Kick, dieses impulsive Verhalten geht. Und diese finanzielle Komfortzone für dich zu definieren und zu erkennen, das ist mir jetzt auch auf meiner Mastermind noch aufgefallen. Wir hatten Ende September einen Planungsworkshop und haben uns halt Ende September getroffen. Da sind die Teilnehmer hergekommen und ich habe sie dann halt angeleitet, auch das nächste Quartal zu planen. Und natürlich ging es da auch um Umsatzziele. Und da habe ich auch gemerkt, wie schwierig das war, allein dieser Gedanke, auch viel mehr Geld einzuladen, ne? Also sagen wir jetzt mal, kannst du ja für dich auch mal machen, dass du jetzt im Kopf
deinen Umsatz, den du gerade hast, verdoppelst und dir vorstellst, dass du bis zum Ende des Jahres nochmal genauso viel verdienst. Ne? Und dass du halt einfach, wahrscheinlich kommt dann sofort ein Gedanke, das ist ja gar nicht möglich oder wie soll das denn gehen oder ich weiß ja gar nicht wie. Das sind ganz tolle kleine Mindset-Übungen, um festzustellen, wo Blockaden sind, ne? Wo Geldblockaden sind. Und das ist ja der eine Weg, dass du erstmal schaust, was kannst du erschaffen? Wie viel Fülle, wie viel Geld holst du zu dir? Und dann auf der anderen Seite geht's halt darum, auch wenn du dir vorstellst, das Geld zu haben, also nehmen wir mal an, das klappt, wie viel davon würdest du sofort ausgeben? Wie viel davon würdest du sofort reinvestieren? Vielleicht hast du auch Schulden, die du abbezahlen möchtest. Das wäre natürlich super, super okay, weil das gibt dir auch ein ganz anderes Gefühl. Aber wo hättest du den Gedanken, dass das Geld nicht bei dir sein darf? Und das läuft natürlich unterbewusst ab. Ne? Es ist ja nicht so, dass du denkst, so ich muss das Geld jetzt loswerden, sondern du hast das Gefühl, oh, ich kaufe mir jetzt ein Sofa, eine Wohnung, dies, das, jenes und leg los und machst Kurse und Coachings und was auch immer. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr hier alle noch eintrudelt. Das ist super cool. Diese Sabotage, ne? Dieses Unvermögen, das Geld nicht haben zu dürfen sozusagen oder dir nicht zu erlauben, dass das einfach mal sein darf, bei dir sein darf, mit dir sein darf, ohne dass du es sofort ausgibst, ist tatsächlich eine riesen Geldblockade, von der die meisten nicht wissen. Und ich durfte das auch erleben. Ich habe das erlebt, als ich meinen ersten 10.000 Euro Monat hatte, also als ich die ersten 10.000 Euro Umsatz gemacht habe. Das war in 2017. Und ich habe genau das gemacht. Ich habe das Geld sofort ausgegeben. Ich habe überhaupt nicht unternehmerisch geguckt, wie teile ich das auf. Ich habe damals auch noch keinen Profit First gemacht. Ich hatte keine schlauen Kanäle, ne, um zu sagen, okay, das ist jetzt so und so viel Prozent nehme ich mir als Gewinn, so und so viel Prozent möchte ich vielleicht investieren, so und so viel Prozent nehme ich mir für Spaß und so viel Prozent nehme ich mir für Spenden. Ich hatte tatsächlich so ein schlechtes Gewissen, weil das so leicht war, das Geld zu verdienen, dass ich eine riesige Spende gegeben habe und mich dann wahnsinnig gut gefühlt habe, so als Gönnerin sozusagen und habe gar nicht gemerkt, wie sehr ich mich dabei sabotiert habe. Und ich habe es kürzlich auch noch bei einer Freundin gemerkt, die jetzt gerade so eine Ausschüttung hatte von der VG Wort. Das ist eine Institution wie die GEMA für die Musik, ne, wo du im Prinzip Tantiemen dafür bekommst, dass du halt was geschrieben hast, einen Blog hast und je nachdem, wie viel Klickzahlen du hast, kriegst du dann halt Geld. Und ich weiß, dass sie auch bestimmte Rücklagen bräuchte oder dass sie das Geld auch gut bei sich hätte halten können. Und sie hat mir so ganz freudig eine Nachricht aufgeschrieben und meinte, ja, ich habe jetzt irgendwie so eine tolle Ausschüttung bekommen. Und sie hat ja im Prinzip nichts dafür getan, ne? Weil die Blogartikel sind ja schon geschrieben, die liegen da jetzt, die werden genutzt, die werden gelesen und dafür kriegt sie Geld. Und dann ist sie losgezogen und hat sich halt was dafür gekauft und hat halt das Geld sofort ausgegeben. Und das fand ich auch nochmal so spannend, halt wirklich zu schauen, dass diese Kapazität zu haben, sich wirklich entwickeln darf. Und es ist tatsächlich eine Identitätskrise, in die du reinrutscht. Hallo ihr Lieben! Genau. Und wenn du jetzt mal schaust auf dein Konto, wie viel Rücklagen du hast und wie viel Geld halt wirklich da ist, ne? Sagen wir auch mal einfach in deinem Girokonto. Schau mal für dich, ist es immer im Minus? Also ist es normal, dass du bei ein paar hundert Euro im Minus bist oder schrappst du so gerade um die Null herum oder bist du bei ein paar Euro im Plus am Ende des Monats oder kannst du es aushalten, sagen wir mal 100 Euro, 500 Euro, 1000 Euro, 10.000 Euro, vielleicht auch 100.000 Euro, in deinem Girokonto zu haben, also als liquide Masse da zu haben, um halt noch flexibel zu sein und es auszuhalten, dass dieses Geld da ist. Klar, ich denke mal jetzt, die meisten von euch haben jetzt nicht sofort 100.000 Euro im Girokonto und wenn doch, super, super gut. Aber das ist das Ziel, ne? Letztlich dahin zu kommen, dass du es dir gönnst und dass du es verdient hast, so viel Geld zur Verfügung zu haben, dass du
dich nicht schuldig fühlst, wenn dieses Geld bei dir ist. Ne? Dass du das gar, dass du dem gar nicht eine Funktion geben musst, in dem Sinne, dass du es investierst. Also natürlich ist es auch wichtig, dass du es investierst oder ein Teil davon. Aber dass auch die Summe, die du einfach so zur Verfügung hast, sei es in Rücklagen, sei es im Girokonto, sei es auf deinem Spaßkonto, sei es auf deinem Weiterbildungskonto, dass das stetig ansteigen darf. Und das habe ich an mir gesehen, wie viel innere Arbeit, wie viel Mindset-Arbeit das wirklich erfordert hat, das zu ertragen, ne? Das auszuhalten und dieses Geld in dein Leben einzuladen. Das ist wie ein Mensch, der dir wahnsinnig gut tut und den du im Prinzip nicht ertragen kannst, weil du das Gefühl hast, du verdienst es nicht, ne? Dass der Mensch ist, also sagen wir mal jetzt eine Beziehung oder so, dass du denkst, dieser Mensch ist zu gut für mich und den dann unbewusst natürlich auch sabotierst und Dramen machst, Szenen machst, hysterisch wirst und irgendwie in deinem Innersten es nicht schaffst, dieses Glück, diese Vollkommenheit zu akzeptieren. So, und ein Buch, was ich euch da total ans Herz legen möchte, es gibt es leider nicht auf Deutsch. Ich frage mich, warum das nicht übersetzt wird. Ich habe auch keine Zeit, das selber zu übersetzen, aber das wäre was. Also, The Big Leap von Gay Hendricks ist ein ganz, ganz tolles Buch, wo es darum geht, wo er beschreibt, ich habe es auch an einigen Punkten schon immer mal erwähnt, also er sagt, die Theorie ist, dass wir so eine Art Glasdecke über uns ziehen, also dass wir alle so ein Areal haben, wo wir in die Sabotage gehen, ne? Wo wir halt einfach irgendwann es nicht mehr aushalten, Glück zu haben. Und das gilt wirklich für alle Lebensbereiche. Für Geld ist es natürlich sehr offensichtlich, aber auch zum Beispiel Gesundheit. Ne? Wie viel Gesundheit kannst du ertragen? Wie viel Beziehungsglück kannst du ertragen? Sowohl ne, was die Familie angeht, was die Freunde angeht, was auch intime Beziehungen angeht. Wie viel finanzielles Glück kannst du ertragen? Wie viel, was haben wir noch? Spiritualität, also wie viel Verbindung vielleicht auch zu dem, was noch größer ist als wir selber, kannst du ertragen. Ne? All diese Lebensbereiche, auch deine Wohnsituation, wo du lebst, wie du lebst, wie du arbeitest, natürlich auch, was deine Arbeit angeht. Ne? Wie viel Spaß darfst du haben bei deiner Arbeit? Wie viel Freude darfst du in diese Mission stecken? Wie sehr erlaubst du dir, dass deine Arbeit halt auch zu einer Herzensangelegenheit wird? Und auch finanziell erfolgreich ist. Das ist ja genau das Thema, wo es hier immer wieder darum geht, die innere Erfüllung und der finanzielle Erfolg. Weil meiner Meinung nach geht das eine nicht ohne das andere. Ich hatte schon den finanziellen Erfolg ohne die innere Erfüllung, kann ich sagen, macht auch nicht wirklich viel Spaß. Aber umgekehrt bringt es natürlich auch nichts. Ne? Das ist so diese Idee des hungernden Künstlers, dass du denkst, ja, ich mache was ganz, ganz Hervorragendes und ich opfere mich quasi auf, indem ich keinen finanziellen Erfolg habe. Und das Spannende ist halt, dass wir das durch unser Mindset natürlich auch verändern können. So, ihr Lieben, jetzt geht's drum. Also, diese Komfortzone zu erkennen, ne? Für dich zu erkennen, wo liegt die denn? Wo wird mir schwindelig? Also wo wird es für dich herausfordernd, dass du glaubst, dieses Mehr an Geld, also dieses überschüssige Geld, das du nicht brauchst, also wirklich mehr als du brauchst, wie viel kannst du davon ertragen? Ne? Achte da einfach mal drauf, dass du vielleicht auch schaust, wo hast du einen Impuls, was zu kaufen, obwohl du das eigentlich gar nicht brauchst. Wo suchst du dir immer Ablenkung? Wo steigen deine Ausgaben automatisch mit deinen Einnahmen? Mein Gott, ist doch gar nicht so schwer. Wo steigen deine Einnahmen automatisch mit deinen, umgekehrt, mein Gott, Entschuldigung, wo steigen deine Ausgaben automatisch mit deinen Einnahmen? Ne? Das ist halt auch so ein klassischer Effekt, wenn du mehr Geld verdienst, dass du dann auch automatisch mehr ausgibst. Das ist auch so ein Effekt, der heißt First Job Syndrome. Das ist ganz normal, ne? Wenn wir irgendwie vielleicht auch lange studiert haben oder irgendwie eine Ausbildung hinter uns haben und halt lange von wenig Geld gelebt haben, dass dann so ein Aufatmen kommt. Ne? Das ist relativ normal. Spannend wird es halt wirklich, wenn es darüber hinausgeht. Ne? Wenn du wirklich alles hast, was du brauchst, und das haben wir im Prinzip alle, also wenn wir mal wirklich genau hinschauen, haben wir alle ein Dach über dem Kopf, wir haben alle genug Kleidung, wir haben alle genug Möbel, wir haben alle Essen im Kühlschrank. Wie viel brauchen wir wirklich mehr? Ne? Wir haben alle fließend Wasser, all das, Gesundheitsversorgung, all das ist da.
Und dann ist halt die Frage, wie viel mehr kannst du dir erlauben, dass du wirklich glücklich bist? Und das ist ein Luxusproblem, auf jeden Fall, ne? Und es ist ein wunderbares Problem zu haben. Und wenn du selbstständig bist und wenn du Unternehmerin werden möchtest oder Unternehmer und sagen wir mal mehr als 100.000, 500.000, 1 Million noch mehr Umsatz machen möchtest, wirst du dich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Das kann ich dir versprechen, weil es wird dich automatisch in eine Identitätskrise stürzen. So, wie würdet ihr denn sagen? Also gib doch mal was in die Kommentare rein. Glaubst du, dass du diese Grenze von dir schon kennst? Schreib einfach mal ein Ja oder Nein. Also einfach so aus dem Impuls heraus, kennst du diese Grenze schon, wo du weißt, das ist eigentlich mein Limit? Das kannst du mal schauen, wenn du jetzt zurückschaust auf das, was du vielleicht schon verdient hast oder wo du gemerkt hast, da kommt ein Punkt, über den kommst du nicht hinaus, weil du dann anfängst, Geld auszugeben. Also gar nicht so sehr, weil du es nicht schaffst, mehr zu verdienen, sondern weil du dann einfach diesen Impuls hast, mehr Geld auszugeben. Schreib doch einfach mal ein Ja und ein Nein in die Kommentare. Das fände ich mal total spannend. Weil dieses Gefühl der Schuld, ne, das ist eigentlich das, was so an Emotionen... Nätje sagt ja, genau. Okay, sie kennt es super gut. Oder er, ich würde mal sagen du, sie. Genau, also das ist dieses Gefühl, schuldig zu sein oder dieses Gefühl, es nicht verdient zu haben. Ne, das ist halt etwas, was da mit reinkommt. Also, dass du wirklich denkst, okay, ich bin jetzt ein Hochstapler. Ne? Ah, ihr kennt es alles. Okay, Lisa sagt nein. Okay. Das ist ja nicht schlimm. Also es geht ja einfach nur darum, wirklich für dich zu schauen, wo bist du gerade. Anja sagt, je höher meine Rücklagen sind, umso geiziger werde ich. Ah, das kenne ich auch. Das ist ein total spannender Effekt. Dann versuche ich, die Rücklage zu erhöhen und mit Bedacht auszugeben. Ja, das ist doch super. Super. Alle anderen kennen das auch. Sehr, 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 sehr schön. Cool. Und das ist dieses Gefühl, ne? Warum du? Also warum darfst du deine Rücklagen erhöhen? Antje ist es. Okay. Okay, ah, jetzt verstehe ich. Okay, super, Antje. Genau, cool, dass ihr das kennt, ne? Also cool, dass ihr wisst, wo eure Grenze ist. Ich habe es tatsächlich halt durch die steigenden Umsätze gemerkt, ne? Das war halt was, das war für mich total neu. Ich hatte halt vorher immer nur bestimmte Gehaltschecks. Und da war ja klar, wie viel Geld reinkommt und dann war das an mir, mit dem Geld umzugehen oder vielleicht auch nicht umgehen zu können. Ne? Das war ja meine Herausforderung, dass ich einfach nicht so wirklich gut war in dem, wie ich mit dem Geld umgegangen bin. Und da jetzt aber auch zu erkennen, es darf mehr reinkommen und es darf mehr bleiben. Ne? Und das ist aber, Entschuldigung, jetzt stolper ich gerade, aber das ist für Angestellte ja genauso. Ne? Also versuch mal, ich nenne das so das neue Normal, das machen wir auch im Money Mindset Gruppencoaching, dass du halt für dich erkennst, was ist dein Normal? Ne? Also ist dein Normal, dass du mit 500 Euro im Minus landest am Monatsende und fühlst dich damit okay, weil es halt irgendwie normal ist? Oder ist es normal, dass du 500 Euro im Plus bist? Oder ist es normal, dass du 1.000 Euro im Plus bist? Ne? Also diese Grenze zu erkennen, das kannst du jetzt einfach mal machen, indem du auf dein Girokonto schaust oder am Ende des Monats auf dein Girokonto schaust und auch auf deine Rücklagen schaust. Und wenn da gähnende Leere ist, dann weißt du, du hast noch keine umfangreiche Kapazität zu haben entwickelt. Ne? Also es fällt dir noch schwer, es liegt außerhalb deiner finanziellen Komfortzone, diesen Puffer zu haben, ne? Dass du einfach auch ohne, dass du damit was anfangen musst, dass das Geld einfach bei dir sein kann. Ne? Wirklich wie so ein guter Freund, wie ein netter Mensch, wo du weißt, ne? Das fühlt sich irgendwie gut an, dass er oder sie da ist. Ne? Dieses beruhigende Gefühl, dass das Geld da ist. Das ist etwas, das du entwickeln kannst, dass du entstehen lassen kannst, sodass du dich mit immer mehr Geld wohlfühlst. Und du kannst es wirklich in 1-Euro-Schritten machen, dass du sagst, wenn du jetzt 500 Euro im Minus bist, dann bist du halt nächsten Monat 499 Euro im Minus und so weiter. Ne? Also du kannst es in ganz, ganz kleinen Schritten machen, weil letztlich können wir das durch unseren Konsum und durch unser Verhalten, wie wir Geld ausgeben, natürlich ganz, ganz stark steuern.
Und dann eine andere Art und Weise, das Geld herauszu, die, mein Gott, heute bin ich irgendwie nicht ganz da, sorry. Eine andere Art und Weise, wie du herausfinden kannst, wo deine Grenze ist, ist zum Beispiel, das haben wir auch in der Mastermind gemacht, ne, wenn du dir jetzt wirklich überlegst, dass sich deine Einnahmen extrem erhöhen. Wenn ich dir jetzt sage, du dürftest das Geld dann nicht ausgeben, dass du, ne, sagen wir mal, du machst jetzt irgendwie nochmal 60.000 Euro Umsatz dieses Jahr und du dürftest das Geld nicht ausgeben, wie fühlst du dich dann damit? Ne? Was kommt dann hoch? Wie würdest du damit umgehen? Das ist jetzt natürlich nur eine total hypothetische Frage, du kannst es nicht wirklich erklären und erkennen, aber da kannst du mal reingehen gedanklich und schauen, wie es dir vielleicht in den Fingern juckt oder wie du Pläne machst, das Geld dann doch auszugeben, sobald du das darfst, ne? Und wie viel du vielleicht auch davon ausgeben würdest und wohin du es investieren würdest, ne? Ist es wirklich eine Investition oder ist es Konsum oder ist es Spaß oder was ist es, ne? Das ist es vielleicht auch eine Spende, weil das fand ich bei mir auch spannend, dass ich da so ein mir auch so ein Gutmensch Image angepinselt habe, ne? Indem ich halt, also ich habe das für mich diese Sabotage so gut verpackt, dass ich gesagt habe, ja, ich spende ja jetzt. Ne, das ist ja total, das ist ja was Wunderbares. Und ist es ja auch. Aber wenn es im Prinzip auf deine Kosten geht, ist es natürlich nicht gut. Ne? Weil es braucht erst eine unternehmerische Entscheidung, um zu sagen, welcher Anteil ist denn sinnvoll zu spenden, bevor du es halt einfach mit vollen Händen ausgibst. Kanada sagt, aber was soll ich dann mit dem Geld machen? Genau, es geht ja darum, es geht ja nicht darum, das nie auszugeben, sondern es geht darum, erstmal es ertragen zu können, dass es da ist. Ne? Und dann kannst du halt nicht emotional und impulsiv, sondern halt bedacht und strategisch und gut überlegt dieses Geld investieren oder mit dem Geld umgehen. Ne? Weil das ist das, was die Lottogewinner und die Celebrities falsch machen, dass sie im Prinzip nur noch impulsiv handeln und wie auf so einer Glückswelle schwimmen, die aber dann irgendwann ein Ende hat, weil es halt zu extrem ist. Und weil es halt tatsächlich aus den Gedanken heraus entstanden, dieses Unvermögen ist, das Geld anzunehmen, ne? Und das Geld zu halten. Und das ist halt das spannende Thema. Und da geht's halt richtig, richtig tief dann auch zu schauen, warum fühlst du vielleicht eine Art Impuls, ne, dass du es ausgeben möchtest? Wo ist vielleicht dieses Gefühl, dass du es nicht verdient hast? Also erkennst du deinen wahren Wert gerade noch nicht, ne? Weil du hast ja das Geld erschaffen. Du hast es in dein Leben geholt. Du hast in welcher Form auch immer Wert geschaffen, der dir dieses Einkommen beschert hat. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Mindset, was ich an vielen, vielen Punkten immer wieder erwähne. Das Geld, was du verdienst, ist halt ein Spiegel dafür, gerade wenn du selbstständig bist, wie viel Wert du schaffst. Ne? Und wenn sich dieser Wert erhöht, warum auch immer, dann hast du das erschaffen, dann hast du das kreiert. Und dann ist es deine Aufgabe, es anzunehmen. Es ist wie ein Geschenk, ne? Dass du halt einfach sagst, okay, es darf zu mir kommen. Und auch wenn du ein Geschenk bekommst, gibst du das ja auch nicht sofort weiter, sondern du genießt es dann einfach. Du lebst damit, ne? Du hältst es aus oder du verbringst Zeit mit dem Geschenk. Und das ist halt der spannende Weg, ne? Da wirklich an den Punkt zu kommen, wo du deinen wahren Wert akzeptierst. Wo du erkennst, welche Gedanken entstehen, wenn so viel mehr Geld in deinem Leben ist. Ne? Sagen wir mal, wenn auf einmal immer 10.000 Euro, 15.000 Euro, 20.000 Euro, 50.000 Euro auf deinem Girokonto sind. Du gewöhnst dich dran. Das ist irgendwann normal. Ne? Aber da hinzukommen, ist halt eine ganz, ganz wichtige Arbeit, um aus einer bestimmten Fülle-Situation wieder heraus zu kreieren. Na, weil das ist ja, ansonsten ist es Mangel, dass du immer Geld verdienst, weil du Geld brauchst oder weil du nicht genug hast oder weil es halt ständig in sämtliche Kanäle fließt. Aber wenn du eh schon das annimmst, was du bekommst und alles hast, was du brauchst, du hast sogar mehr, als du brauchst, dann kannst du aufgrund dieser wahnsinnigen Dankbarkeit, die dadurch entsteht, kannst du halt mehr kreieren. Und das erschafft wirklich dieses Gefühl von Fülle. Und dieses Gefühl ist ja vor allem entscheidend. Ne? Genau, also hier fliegen gerade ein paar Herzchen. Also wenn euch das gefällt, wenn ihr da mitgeht, dann zeigt mir gern Herzchen, zeigt mir gern, dass ihr dabei seid, dass ihr mir folgen könnt.
Denn mit Geld, und das finde ich immer wieder so schön, auch an dem Thema, es ist so offensichtlich. Ne? Es ist so klar, du kannst einfach auf deine Konten schauen und du siehst, was los ist. Du hast sofort einen klaren Spiegel. Bei einer Beziehung ist das sehr viel komplexer. Ne? Aber wirklich zu lernen, glücklich mit dem zu sein, was du erschaffen hast, was du für dich kreiert hast in allen Lebensbereichen, ne? was du erschaffen hast, in der Gesundheit, weil du dich gut ernährst, weil du Sport machst, weil du gut für dich sorgst, in deinen Finanzen, weil du an deinem Money-Mindset arbeitest, weil du dein Profit-First-System aufgebaut hast, weil du deine Zahlen anguckst und nicht mit dem Gefühl hantierst. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Das fand ich auch super, super spannend. Das kenne ich von mir auch. Und habe ich jetzt auch an meinen Mastermindern dann nochmal erlebt Ende September. Da haben wir auch einen Rückblick gemacht und halt zurückgeschaut, was sich seit Juni verändert hat. Und es sind so tolle Ergebnisse zustande gekommen. Und vor allem bei den Umsätzen ist das so spannend zu sehen. Na, einige haben halt gemerkt, sie sind schon längst bei ihren Wunschumsätzen, haben es aber nicht gemerkt, weil sie sich diesen Rückblick, weil sie sich nicht wirklich zusammengetragen haben, weil sie nicht genau hingeschaut haben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, ne, dass du halt wirklich dir die Zahlen auch anschaust und zusammenträgst und guckst, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Es klingt total banal, aber es machen die wenigsten und ich habe es auch jahrelang nicht gemacht. Ne? Und dann kannst du ja gar nicht erkennen, was du erschaffst, weil du gar nicht hinschaust. Ne? Du rechnest halt eins und eins und eins nicht zusammen. Und das ist mega, 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 mega spannend. Also, bei dieser Kapazität zu haben, ne, geht es erstmal darum, wirklich zu erkennen, welche Gedanken du hast. Ne? Auch wie Kanal das eben gesagt hat, was soll ich denn mit dem Geld machen? Was soll ich denn im Prinzip auch mit dem Geld, wenn ich es nicht ausgeben kann? Na, einfach stellst dir vor, wie eine gute Gesellschaft, die dir Sicherheit vermittelt, die dir das Gefühl von Freiheit vermittelt und mit der du erstmal Pläne schmiedest, um dann die Abenteuer zu begehen, die ihr vorhabt. Ne? Aber erstmal geht es darum, diesen Planungsteil auf jeden Fall gemeinsam zu machen. Und dann erkenne, welche Gefühle entstehen. Ne? Das fand ich auch so spannend. Auch bei mir erkenne ich das immer wieder, dieses so, oh Gott, ne? ist es okay? Also darf ich das wirklich? Darf es so leicht sein? Darf ich so viel Spaß haben bei der Arbeit? Ne? Darf ich gut bezahlt werden? Das sind immer, immer wieder Glaubenssätze, die auf unterschiedlichen Ebenen hochkommen. Und zu erkennen, dass du genug bist. Du bist immer genug, egal wie viel du hast. Ne? Das sage ich auch nochmal zu dir hier Instagram. Du bist immer genug, egal wie viel du hast. Also dein Wert bestimmt sich ja nicht aus deinem Kontostand, sondern aus dieser Überzeugung heraus, dass du alles verdienst, was du dir wünschst. Daraus kreierst du mehr. Ja, und du erschaffst, was du hast. Und wenn du dich dabei schuldig fühlst, hilfst du niemandem, weder dir noch anderen. Weil niemandem anderem wird es besser gehen, nur weil du nicht annimmst, was du dir wünschst. Na, Anke sagt hier gerade noch, oder weil man immer gewohnt ist, vorwärts zu schauen, statt auch mal dahin, was man schon erreicht hat. Genau. Und das ist auch ein total wichtiger Punkt, ne, wo wir in der Mastermind noch viel mehr drauf eingehen, als jetzt zum Beispiel im Money Mindset Gruppencoaching. Aber da gehen wir auch drauf ein, auch zu erkennen, wo du herkommst natürlich, was du alles so an Gepäck mitbringst, an emotionalen Gepäck, mentalen Gepäck, vielleicht auch seelischem Gepäck und das loszulassen und dann auch anzuerkennen, was du, weil du dieses Gepäck hattest oder weil du diesen Weg genauso gegangen bist, wie du ihn gegangen bist, auch an dem Punkt bist, wo du jetzt bist und dann natürlich auch in die Zukunft zu schauen, um die Version, die du hast von dir und deinem Leben, halt wirklich umzusetzen. Ne? Weil das ist unsere Aufgabe, dass wir in der Gegenwart die Zukunft kreieren, die wir uns wünschen. Und wir stehen uns da alle total im Weg. Und ich auch immer wieder. Ich muss auch so oft über mich lachen, weil ich immer denke so, Mann, ich weiß es doch besser. Aber es geht halt wirklich darum, das anzuerkennen, ne? die Gedanken anzuerkennen, zu akzeptieren, dass es so ist, die Gefühle anzuerkennen und zu beobachten und nicht zu bewerten oder impulsiv zu handeln, indem du zum Beispiel dein Geld sofort wieder ausgibst, ne? Sondern wirklich einfach mal das anzunehmen und so stehen zu lassen, wie es ist. Und von diesem Punkt aus kannst du halt noch viel mehr schaffen, ne? Du kannst dann noch viel mehr geben und kannst noch viel mehr Wert kreieren. So, und das ist natürlich ein spannender Weg, dahin zu kommen. Und es braucht Strategien, es braucht Lösungen, wie du an deinem Mindset arbeitest. Und das ist etwas, was ich euch auch
morgen auf jeden Fall nochmal mitgeben möchte in der Money Mindset Masterclass. Und da möchte ich euch wirklich einladen, mitzukommen oder hinzukommen, selbst wenn ihr schon einige Webinare von mir gesehen habt. Ich habe so viel gelernt in den letzten Wochen und Monaten noch. Also ich habe das letzte Webinar, ich habe jetzt gerade nochmal den Link gepostet, auf Insta ist es schon im Linktree hinterlegt. Also einerseits lernen wir ja durch Wiederholung und andererseits merke ich auch, wie mein Wissen halt immer tiefer und tiefer wird und wie ich das nochmal anders verstehe, was ich vielleicht auch schon länger berichte und erkläre. Also nutzt diese Chance, das wird ein ungefähr 90-minütige Session. Und ich habe auf jeden Fall auch Zeit für eure Fragen. Also es geht darum, wie du mit dem richtigen Money Mindset mehr Geld anziehst, weil das ist es ja, ne? Wir dürfen jetzt erstmal unsere Einnahmen, unser Einkommen erhöhen, um dann diese Kapazität des Habens zu erweitern. Ne? Und das ist immer wieder die gleiche Technik, halt wirklich zu lernen, dass du diese Gefühle des Unwohlseins, dieses aus der finanziellen Komfortzone heraustretens, dass du damit umgehen lernst, dass du Techniken lernst, wie du damit umgehen kannst, um letztlich zu lernen, wie du mehr Geld haben darfst. Ne? Viel, viel mehr Geld, als du brauchst. Und was du dann damit anstellst, nach einer gewissen Zeit, das ist ja dir überlassen. Ne? Also es geht ja gar nicht darum, es dann einfach nur zu horten, sondern dieses das Haben auf jeden Fall so auszuweiten, dass du nicht kopflos agierst, sondern dass du wirklich das dann auch erschaffst in der Gegenwart, was du dir in der Zukunft wünschst, für dich und für andere. Also ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche dir, euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe sehr, dass wir uns morgen Abend sehen in der Money Mindset Masterclass. Wenn es dir gefallen hat, schick mir ein Herzchen, schick mir ein Gefällt mir, teil dieses Video mit deinen Freunden, tag vielleicht Leute, die das unbedingt sehen müssen. Ich freue mich riesig, dass du jetzt hier live dabei warst und wenn du die Aufzeichnung ansiehst, also bring diese Themen in die Welt, weil ich finde es so wichtig, besonders für Frauen, aber insgesamt, dass wir halt einfach nochmal einen neuen Zugang lernen, um unseren Wert und unsere innere Erfüllung und den finanziellen äußeren Erfolg dann auch wirklich annehmen und genießen zu können. Also habt eine wunderschöne Woche, habt einen wunderschönen Tag, genießt die Sonne in Berlin, ist die Sonne endlich mal wieder rausgekommen. Ciao Instagram, ganz toll, dass ihr heute mit dabei wart, habt einen wunderschönen Tag, ihr rieseln die Herzchen rein. Ah, das ist immer so schön. Dankeschön. Lasst es euch gut gehen. Wenn ihr Fragen habt, postet die in die Kommentare oder hier unter das Video. Dann gehe ich da nochmal drauf ein und bis ganz bald. Ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.